Sie war die zickige, verwöhnte Göre aus Walnut Grove. Gemeinsam mit ihrer herrischen Mutter Harriet sorgte das weibliche Duo für so manch fiese Attacke gegen die Familie Ingalls. In 105 Episoden verkörperte Alison Arngrim die Rolle der Nellie Olson. 1983 folgte dann das Serienaus und die Karriere nahm ihren Lauf. Allerdings nicht als Schauspielerin. Arngrim machte sich als Stand-up-Comedian einen Namen, arbeitete als Produzentin und Buchautorin. Als ihr Serienmann und guter Freund Steve Tracy an AIDS verstirbt, widmet sich die 53-Jährige der Bekämpfung der Immunkrankheit. Sie leistete vielen Erkrankten Beistand und bekam sogar eine eigene Fernsehsendung zum Thema AIDS. Eine ganz andere Rolle als in der Erfolgsserie Unsere kleine Farm, die sie aber sehr erfüllt, wie sie in einem Interview verriet. Die zickige Nellie ist im echten Leben also einfach eine fürsorgliche, liebevolle Frau.